So, willkommen zurück zum 35. Part von The Legend of Zelda The Wind Waker. Im letzten Part sind wir hier auf Preludien in dieser Höhle gelandet, wo sich die nächste Triforce-Karte aufhält. Wenn wir dem Fisch glauben wollen. Und anscheinend ist es so eine Art Grillhöhle, wie in Zelda Twilight Princess. Wir gehen auf eine Ebene. Dann müssen wir Gegner töten, dann kommen wir auf die nächste Ebene. Demnach würde ich mal sagen, rüsten wir ein paar nützliche Waffen aus. Das wäre ganz praktisch und gehen in die nächste Ebene. Das heißt, diese Folge gibt es vielleicht ein bisschen mehr Action. Es wird heute wahrscheinlich nicht gesegelt. Aber ihr wisst. Das sind schnell. Die droppen auch nichts zum Glück, also müssen wir uns keinen Stress machen, dass wir sie alle einsammeln. Ich habe aber leider keine magische Energie, das wird ein Problem. Zum Glück treten wir noch ganz einfachen Gegnern gegenüber, das wird sich aber noch ändern. Ich denke mal, Stahlfressritter und Schattengarden. Wir werden nicht lange auf sich warten lassen. Aber erstmal eins nach dem anderen. Slimes und andere Gegner aus der Region des ersten, zweiten Dungeons werden wohl Standard bleiben bis jetzt. Mal gucken. Na gut, die Schwierigkeit wird aber nicht abgenommen haben. Ah. Wird man die nochmal? Ah, man steht einfach drauf. So. Einer nach dem anderen. Ich erinnere mich noch, wo im zweiten Dungeon die Gegner ehrlich das Problem haben. Nee, im ersten Dungeon war das sogar noch. Ich meine, im zweiten Dungeon kamen die auch vor. Oder zumindest eine andere Form von denen. Nur die mit den Flügeln und die diese ganzen Stachelgegner gespawnt haben. Aber jetzt haben wir erstmal wieder Fledermäuse und die Goblins. Mann. Hier. Nicht so herausfordernd gleich. Aber wir kommen hier gut durch. Ich frage mich, wie weit nach unten. Das ist, glaube ich, Ebene 5 oder 4 oder 6. Oh, es geht nicht weiter. Feuerbogen. Das könnte auch ein Raum im ersten Dungeon gewesen sein. Beziehungsweise, es gab einen ähnlichen Raum im ersten Dungeon, der so aussah. Das war der Raum, ich meine, mit dem Boss-Key. Aber gut, das geht ja ganz schnell. Oh, Deo. Bam, Alter. Boah. Perfekt. Ledermaus. Den Schlag doch nach oben. Danke. Okay, es geht weiter. Das ist schön dunkel. Oh. Da haben wir schon mal etwas anspruchsvollere Gegner. Tschüss. Hätte auch die Totenkopfketten mitnehmen können, aber fuck it. Tue ich mir nicht an hier. Ah, so ein Ruheraum, I guess, alle 10 Räume. Rubine und Herzen und Pfeile. Mag schon die, die ich auch fühlen, aber gibt's anscheinend. Oh, wir sind beim Rubine-Maximum angekommen. Bei 1000 müsste ich die mal irgendwann wieder ausgeben. Oder mal gucken, ob, wo es das zweite Upgrade gibt.
So. Dann, das waren. Die ersten Räume waren jetzt um den ersten Dungeon, um die vermutlichen Bastionen gestaltet anscheinend. Jetzt kommt Gebiet ums zweite, um den zweiten Dungeon. Grüne Schleims. Sind stärker als die roten, I guess. Noch einer. Oh. Ab hier. Der musste noch runterfallen. Weiter geht's. Schleim ist beiseite. Ah, Pflanzen. Mit dem Boomerang ganz easy. One-Hit-KO. Boots, boots, boots. Easy peasy, lemon squeezy. Du hast noch keine Samen, wie auch immer. Und wieder Goblins. Bocklins, Moblins, was auch immer. Wir sind wieder. Das ist ein Bocklins. Ich würde aber immer Goblins sagen, einfach alles gefunden. Zack, zack. Das war easy. Einfacher und schneller als der Raum vorher. Wie lange wie weit es da runter geht? 20, 30, 40? Okay, das wird jetzt etwas anspruchsvollerer Raum. Um die anfangen sicher zu spawnen. Aber wenn sie es nicht tun, dann ist er relativ schnell durch. Oh, ich hoffe, ich werde dem fliegenden Viech nicht begegnen. Das wäre sehr unangenehm. Das war's. Weiter geht's. Boah, ich wusste, dass da einer rauskommt. Ich wusste es. Komm raus. Bam. Weil. Nö, da kommen noch irgendwo ein Schleim runter. Oder da sind noch irgendwelche Viecher. Kriegst du mal jetzt deine scheiß Hitbox, danke. Da hinten noch einer. Komm her. Boah, hast du mich überrascht, Alter. Ich in den Rücken, Alter. Bam. Und Wirbelattacke. Oh Mann. Bei mir hatte diese Höhle jetzt eigentlich was anderes. Und wenn man vom Teufel spricht. So, zu Boden holen. Und die kämpfen mehr als die anderen. Die anderen waren also One-Hitze. Die. Wir sind wieder Flügel gewachsen, aber er stirbt. Ah, oh, aber wir müssen die kleinen Viecher nicht töten. Zum Glück. Okay, wieder so ein Ruheraum, alle fünf Räume war das, glaube ich. Mit dem bisschen Dings und Bomben. Und Rubine, aber die brauche ich nicht. Ich will wieder Rubine, kann ich nicht mehr einsammeln. Ich hätte gemeint, wir haben mehr als 1000 Rubine zur Verfügung. Aber okay. Sind wir schon am Ende?
Oh nein, hier, ich hasse diese Gegner so sehr. Okay, jetzt kommen solche Räume, angelehnt an den dritten Dungeon, den Turm der Götter. Oh, nicht ihr, ich hasse euch. Alter! So. Und die großen kommen wahrscheinlich auch noch. Deswegen rüste ich schon mal Bomben aus. Statt dem Stahlhammer. Den Stahlhammer werde ich wahrscheinlich nicht so schnell brauchen. Ich darf dann halt auch nicht aus Versehen rausgehen. Und wenn man vom Teufel spricht. Bitteschön. Hier ist die Bombe. Hallo. Schade, es fährt automatisch aus der Perspektive raus. Bitteschön. Hier ist die Bombe. Und geh mir nicht länger auf den Sack. Weiter geht's. Können wir bitte endlich am Ende ankommen? Springen wieder aus dem Ding raus. Elektroschleims, okay. Können die vielleicht ausgelöst werden, bevor ich in ihre Kontaktnähe komme? Geht doch. Physisch angreifen, dann mit dem Bogen abschießen und dann haben wir es auch. Du machst echt praktisch. Boom, Skill. Nichts anvisieren. Man kennt wieder magische Energie, to be honest. Auch nicht ihr. Ah ne, das sind nicht die Weißen, das sind die Roten. Die sind nicht so nervig. Die sind immer noch nervig, aber nicht so. Stirb. Die Blauen werden halt relativ unangenehm. Ich meine, die kannst du nicht mit dem Schwert besiegen. Oder ihn kaum mit dem Schwert besiegen. Da ist auch schon die erste Schattengarde. Und ich kann euch versprechen, das wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. Okay. All you. Gib ihm. Bam. Elmschalter. Bam. Rüstung weg. Aber Moment. Bevor ich es vergesse, die Ritterwaffen sind actually selten. Aha. Weil sonst hätte ich nicht bekommen. Normalerweise kriege ich nach jedem Ritter einen Orb. Aber hier wahrscheinlich nicht. Deswegen rüste ich schon mal den Enterhaken aus. Oder ja, ich hätte keinen Orb bekommen. Dream. Wieder die Typen? Das war es doch nicht, oder? Ja, ich wusste es. Erstmal killen und kümmern wir uns um diesen scheiß Magier-Wichser. Nerviger Raum, aber schnell geschafft. Oh fucking hell, ey. Ich hasse diese Gegner. Wie die Pest. Okay.
Im Sack. Da ist gleich noch einer. Okay, das hat noch gegolten. Hat auch noch gegolten. Da war ich lucky. Und wieder geht's weiter. Zwei Schattengarden, eine weiße, eine gelbe. Gehen wir zuerst. Und die werden beide sehr schnell. Okay, gut. Das wird relativ unangenehm. Boah, bei beiden den Helm. Das war sneaky, sneaky. Aha. Alter. Lass mich in Ruhe. Der nächste Tag. Alter, sind die stark. Das ist die ganze Golden ist. Ah. Hab ich einen Schaden gemacht damit? Ich bezweifle es so ein bisschen. Die haben sich gemütet. Aha. Alter, wie schnell der ist. Ich bezweifle, dass ich ihn damit Schaden mache. Okay. Jetzt sind sie noch, wir beide. Mein Freund. Gib mir dein Wappen. Gib mir dein Wappen. Danke. Hundi. Aber ich habe einen ordentlichen Chunk Leben verloren. An zwei. Es wird wahrscheinlich noch ein Raum kommen. Da sind drei drin. Aber das ist schon das Ende. Biene zur Belohnung. Na gut, dann gib mir die Truhe. Und gib mir die Triforce-Karte. Putz. Triforce-Karte gefunden. Leider ist sie verschlüsselt. Bla bla bla. Du kennst den Ablauf. Wir haben auch genug Gold, wahrscheinlich beziehungsweise genug Dings, um sie zu entschlüsseln. Aber Moment, diese Statue sieht mir sehr verdächtig aus. Moment, Und ja, sie ist sehr verdächtig, denn wir können sie so zerstören. Ist da irgendwas? Da geht es weiter. Ich bezweifle, dass ich weitergehen will. Ich will einfach nur die Triforce-Karte. Weiter geht es... Ah ja, stimmt. Wenn man weitergeht, kann man den Talisman freischalten. Hier sind Bären, die mich heilen. Meine magischen Energieschäden sind nicht wieder her. Egal. So, und ich sehe schon Leute, die sich auskennen, die bis hier geguckt haben und schreiben schon in die Kommentare. So macht man das nicht. Du hättest die Höhle weitermachen müssen. Aber das mache ich nicht. Ich mache nämlich keine 100%. Ich will einfach nur das Spiel durchspielen. Und dabei vielleicht so möglich viel zeigen, wie es nur geht. Dann zeige ich mir mal die Wahnsinnskarte. Und damit haben wir alle Karten, naja, bis auf eine. Da weiß ich aber nicht, wo sie ist. Auf dem Geisterschiff. Wenn ich nur wüsste, wo das Geisterschiff ist, könnte ich die Karte holen. Ich habe jedoch keine verschissene Ahnung, wo das Schiff ist. Deswegen könnte ich mich theoretisch erkundigen. Will ich das tun? Probably not. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem tun, aber noch nicht in diesem Part. In diesem Part könnte ich mir was anderes vornehmen, und zwar unsere Energie erhöhen. Deswegen informiere ich mich mal kurz, wo man das macht. Und dann sehen wir uns dort.
deswegen mache ich euch einen kurzen Cut. Sage ich dann auch schon, wo das ist. Nicht, dass ihr nicht wisst, wo das ist. Bis dahin, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe mich nun informiert, wo das Magie-Upgrade ist. Und zwar ist es hier beim Zwei-Augen-Griff. Jedoch nicht im Zwei-Augen-Griff. Wir müssen dafür nämlich einen Oktopus besiegen. Und ich habe keine Ahnung, wo der ist. Deswegen suchen wir den mal. Die Möwen zeigen einen immer nämlich an, wo der ist. Und hier irgendwo in zwei Augen würde schon sein. So ist mir gesagt zumindest. Und es ist schon eine Weile her, wo wir den letzten Oktopus besiegt haben. Und ich glaube, da hinten ist er. Da, wo die Möwen. Ja, hier ist er. Ja, da ist er schon. Deswegen, besonders stark wird er nicht sein, I guess. Wenn wir den Bogen haben, haben wir auch eine ordentliche Waffe, um ihn zu besiegen. In Sicht auf den. Bitte. Muss ich ihn halt so abschießen, dann ist er auch nicht in Sicht. Wir haben schon einen besiegt mit einem Boomerang. Mit einem fucking Bogen kriege ich wahrscheinlich auch hin. Oder? Bitte. Bitte. Sicht, danke. Gut. Das ist das letzte Auge. Gut. Das war nicht besonders schwer. Super schnell, super easy. Das war, denke ich, der einfachste. Ich weiß nicht, wie viele Big Octos es gibt. Das ist jetzt der zweite, den wir besiegt haben. Und nun taucht die Fee auf. Junge, die Winde erwächst. Dank dir wurde ich von diesem grässlichen Monster erlöst. Den Dank will ich dich ein wenig mit meinen Kräften bereichern. Und nun kriegen wir ein ziemlich gutes Upgrade, das ich hätte viel früher holen müssen. Aber egal. Wir kriegen es nun. Deine maximale magische Energie ist gestiegen, sie hat sich verdoppelt. Deine maximale Energie beträgt nur das Doppelte der bisherigen Menge. Ich bete, dass wohin auch immer du gehen magst, dich ein dir gewonnener Wind begleitet. Ja. Wenn hier die Upgrades schon so easy zu holen sind, werde ich sie auch holen. Nicht so wie in Wind Waker, wo die nicht in, so Wind Waker sag ich schon, wie in Majora's Mask. Da musste man nämlich die ganzen Feen in den Dungeons sammeln und die dann wieder zur Quelle bringen. Und ich sag euch, das war mir dann doch zu stressig. Und ich hatte kein einziges Upgrade geholt, außer vielleicht das allererste. Und wenn ich noch hier bin, raide ich noch diesen Turm hier. Baden wird's nicht. Und dann beende ich auch die Folge. Ich liebe es. Ich gehe zum blauen König und schieße die Scheißviecher ab. Wo fliegt der zweite? Ich weiß nicht. Ich klettere jetzt trotzdem nach oben. Da steht er rum. Warum kriege ich auf einmal solche harten Pain-Drops? Fuck. Liegt am Emulator, nicht in der Aufnahme. Weil ich weiß nicht, fuck. Ich habe Teleskope als Waffe. Entschuldigung, haben wir die Glücksamalette. Ich wollte eigentlich vom Vogel die Feder klauen. Cool, stirb. Komm, wenn ich noch Glücksketten farmen kann. Zack. Zack.
Nun gut, dann brauchen wir mal die Krüge hier auch. Keine Ahnung, was drin ist, aber irgendwas wird schon drin sein, wenn sie eingefroren sind. Pfeile, Rubine, Bomben. Vielleicht noch Lampenöl, das wäre auch ganz praktisch. Kiste aufmachen bitte. Aufmachen! Wow, das hat sich ja gelohnt. Na gut, dann sage ich erstmal danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.